Sammy Deluxe, MC und ich hier wirklich noch beweisen werde. Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr die Vollversion von Minecraft Update herunterladen könnt. Also es ist gecracktes Minecraft. Aber das mit diesem Minecraft kann man auch vernünftig spielen, wie man den Original Minecraft spielt. Die Originalversion kostet 19,99 € in Deutschland, in anderen Ländern 29,99 € oder sogar noch mehr. Ihr braucht einmal Java für das. Ich lade mir es ja kostenlos jetzt herunter. Bestell euch den Link in die Beschreibung, dann ja, bis bitte öffnen. Ja, dann so, jetzt meine Maus leer gegangen. Jetzt muss ich meine Touchscreen-Maus nehmen. Ich habe eine Funkmaus, deswegen ist sie gerade leer gegangen mit Batterien und die ist gerade leer gegangen. Egal, machen wir mal weiter. Dann müsst ihr hier könnt ihr den Zielordner ändern, wo ihr es speichern wollt, aber das ist euch überlassen, wo es ihr hinspeichert. Ich drücke auf Installieren. Dann dauert das ein paar Sekunden. Ach ja, ich wollte noch sagen, dass ich jetzt Camtasia 7 wieder gefunden habe. Weil so ein YouTuber, der hat noch einen Link dazu in die Beschreibung gestellt, wo man es einfach runterladen kann, ohne die Startseiten oder Chip oder irgendwas anderes. Habe ich das jetzt auf dem PC? Mal gucken. Da kann ich es nicht sehen. Und ich habe mir jetzt auch Rockedock heruntergeladen. Hier unten die Taskleiste. Punktname, den installieren wir ändern. Ich muss gucken, ob ich es auf dem PC jetzt habe. Ja, oder? Weil dieses Jahr war immer ein bisschen kompliziert. Achso, ist noch nicht installiert. So, jetzt installiert sich das erst richtig. Ich glaube, ich pausiere so lange, weil ich will nicht so lange aufnehmen. Und dann würde ich sagen, bis gleich. So Leute, jetzt hat sich das fertig installiert. Dann steht hier, sie haben Java erfolgreich installiert. Jetzt wird schließen. Ja, okay. Dann könnt ihr. Ich hoffe nicht, dass mein PC jetzt neu startet. Ich guck mal. Dann könnt ihr dieses Programmchen hier öffnen. Und drücken hier auf Ja. Hier steht Minecraft Beta. Das ist aber nicht die Beta, das ist einfach mal die Full Installation. Ich kann das noch umändern, dass es keine Beta ist. Ich schreibe einfach mal Minecraft Minecraft Install. Wenn ich jetzt Install falsch geschrieben habe, mir jetzt auch egal, ist ja nur zum Installieren da. Hier könnt ihr aussuchen, wo ihr installieren wollt. Wieder, und dann könnt ihr hier wieder das
könnt ihr einfach weitermachen. Dann könnt ihr hier ein Desktop-Icon erstellen. Ja, okay. Okay. Lol. Sie. Oh, hat sich das jetzt nicht geklappt? Bestimmt, weil ich dieses scheiß Namen hier umgenannt habe. Ihr könnt es mit dem Administrator öffnen. Das ist euch überlassen. Finish. Jetzt kommen hier 1000 Ordner. Einmal für das originale Minecraft. Also, dann habt ihr das originale Minecraft auch drauf. Dann könnt ihr euch hier so anmelden. Aber das könnt ihr in die Tonne treten. Das könnt ihr wirklich in die Tonne treten. Das könnt ihr dann auch machen. Wir brauchen nur diesen Minecraft Plus Updater. Dann könnt ihr hier einen beliebigen Namen eingeben. Und dann Force Update. Nicht immer Force Update und dann Enter Game. Ich kann das hier schon mal wegmachen. Nehme ich überhaupt auf? Jo. Ja, da habt ihr Minecraft. Ich hoffe, euch hat das kleine Tutorial gefallen. Ihr könnt auch Texturpackage reinmachen. Und dann noch Multiplayer könnt ihr einfach machen. Wenn so eine Meldung kommt, dann müsst ihr einfach da drauf, also hier drauf lassen und dann Zugriff zulassen. Das bei Windows 7 und Vista kommt das meistens. So, ich hoffe, euch hat das kleine Video hier gefallen. Wenn euch das gefallen hat, dann ein Daumen runter. Wenn es euch nicht gefallen hat, ein Daumen runter. Hä? Failed. Wenn es euch gefallen hat, ein Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, ein Daumen runter. Ein Abo, wenn nicht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal von ein paar Tutorials. Haut rein.